Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Far Cry 5 Part 32. Ich bin euer Voldyboy und ich bin gezeichnet worden. Und zwar ist der Jacob Seed hinter mir her. Ja, er will mir ein Leder und ihr wisst ja, wie das geht. Ja, wenn ihr die anderen Parts geschaut habt, dort zumal mit dem John Seed. Oh oh, das wird wieder richtig krass. Aber das ist gut. Ja, da gibt es ein bisschen Action. Hallo? 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 Hehe, die haben mich gar noch nicht gesehen. Na? Oha! Mich kriegt hier nur tot oder lebendig. Oh oh. Einer von euch wird stark sein. Nicht nochmal. Ich weiß, du hast Schmerzen. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Hm? Aber du wirst nicht als Einziger geprüft. Wusstest du, dass ich eine Frau hatte? Wunderschön, oder nicht? Sie war schwanger mit unserem ersten Kind. Und wir waren eigentlich noch selbst Kinder. Ich hatte große Angst, Vater zu werden. Wegen des Geldes vor allem. Sie war unbesorgt. Sie war zuversichtlich, dass alles gut wird. Sie war immer zuversichtlich. Und dann eines Tages besuchte sie eine Freundin. Es gab einen Unfall. Und der Herr nahm. Und sie brachten mich ins Krankenhaus. In einen Raum mit diesem kleinen rosa Bündel, das an Schläuchen hing. Sie sagten, dass ich stark sein müsse. Und mein kleines Mädchen überleben würde. Gott hatte unsere Tochter gerettet. Und sie ließen mich allein in dem Zimmer mit ihr. Und ich starrte meine Tochter an. So hilflos, so unschuldig. Und sie hatte niemanden außer mir. Einen niemand von nirgendwo. Mit gar nichts. Und in diesem Moment wusste ich, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meine Hand auf ihren kleinen Kopf. Und ich war ganz nah und konnte sie riechen. Und ich betete mit ihr. Ich bat um Weisheit. Ich bat um Stärke. Dann wusste ich es. Ich erkannte Gottes Plan für mich. Und dann legte ich meine Finger auf den Atemschlauch, der geklebt war an ihr engelhaftes Gesicht und drückte zu. Und dann nach einer Weile begannen ihre Beine zu zucken. Und dann nichts mehr. Stille. Erlösung. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Schmerz. Entbehrung. Das ist alles Teil der Prüfung. Um zu zeigen, dass wir Gott dienen können. Was er auch verlangt. Thank you.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Ich bin wieder da in dem Bunker gsi. Ich habe wieder müssen da das Schusstraining machen zu der urhebergeschützten Musik und muss sagen, ich hatte zuerst eigentlich das wollen rausschneiden und jetzt muss ich ehrlich sagen, ich bin sehr froh, das Geständnis. Wollte mich nur melden. Du wurdest schon eine Weile nicht gesehen. Die Whitetails könnten hier draußen echt deine Hilfe brauchen. Sieh mal bei Gelegenheit bei der Wolfstein vorbei. Wir haben eine Menge Arbeit. Das Geständnis vom Joseph Seed und wenn er seine Tochter ermordet hat und ich sage sprichwörtlich ermordet. Das Kind hätte selbstverständlich niemals müssen sterben müssen. Von wegen Gott will ihn prüfen. Gott hat wenn schon verhindert, dass das Kind stirbt. Und er hat es auf dem Gewissen, Mann. Ihr seht, die Familie Sippe ist so krank geworden durch irgendwelche Erlebnisse. Ich möchte jetzt gar nicht mehr auf das eingehen. Ich denke, was wir jetzt machen, ist, wir schauen, dass wir noch irgendwie eine Quest annehmen können. Damit wir irgendwie mit unserer Sendezeit noch etwas machen können. Und wir sehen uns gerade sofort wieder in der Wolf's Den. Tschüss! Okay, da sind wir aber nicht in der Wolf's Den. Ich habe mich umentschieden. Wir sind noch einmal beim Herc und seinem Vater, weil ich habe gesehen, er hat noch eine Quest. Und es würde mich sehr wundern, was das für eine Quest ist. Wen haben wir denn da? Meinen neuen Wahlkampfleiter. Hab einen Job für dich. Kennst du dich mit Wahlkreisschiebung aus? Natürlich nicht. Du bist ein guter Amerikaner wie ich. Das ist nur was für Eierköpfe. Es geht um die Verlegung der Grenzen von Wahlbezirken und so. Egal. Die Wahlen stehen an und die Eierköpfe meinen, ich hätte so beschissene Umfragewerte, weil diese gottverdammten Peggys gegen mich stimmen werden. Man kann über die verrückten Kultisten sagen, was man will, aber immerhin gehen sie noch wählen. Die Eierköpfe meinen, meine einzige Chance auf einen Sieg bestünde darin, die Grenzen der Wahlbezirke so zu verlegen, dass die Peggys nicht mehr ins Gewicht fallen. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich gewinne genauso leicht, wenn diese Peggys einfach nicht im Wahllokal erscheinen. Ich will dir nicht vorschreiben, wie man sowas bewerkstelligt, Zwinker, Zwinker. Aber eine dauerhafte Lösung für mein vorübergehendes Problem wäre ideal, wenn du verstehst. Ich sage natürlich nicht, dass du jemanden umbringen sollst, denn das ist ja immer noch illegal. Ist es doch theoretisch noch, stimmt's? Aber wenn es weniger Peggys gäbe, weil sie irgendwie ausrutschen und in ein paar Dutzend Kugeln landen, würde das meine Chancen schon verbessern. Der Bezirk, um den es geht, ist bei der Kreuzung am Grill Street Diner. Nimm meinen Schwachkopf von Sohn mit. Er taugt nicht viel, aber er schießt ganz gut. Und wenn sie das mal gegen uns verwenden sollten, wäre es gut, einen Sündenbock zu haben. Ich glaube nicht, dass er wirklich ins Gefängnis müsste, weil er doch ein wenig anders ist. Nun, worauf wartest du noch? Leg los! Okay. Herky, wo bist du? Er ist nicht da, wir müssen ihn holen. Wo ist denn der Herc? Jetzt habe ich gemeint, er steigt zu mir ein. Nö. Er kommt nicht. Er wird dann wahrscheinlich dazukommen. Ich schneide eventuell dann einen Teil von der Fahrt raus, wenn es zu lang geht. Und sonst geniessen wir jetzt gerade zusammen die Fahrt. Das ist mega cool. Ich vermute jetzt mal stark, dass es da hinten geht. Auch ohne Navi. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist.
ist das hier gewesen, wo wir den Cheeseburger befreit haben? Genau. Nice. Wie sich das hier immer wieder wiederholt. Keine Zeit für Peggys, keine Zeit für Peggys. Seh zu, wie ich in Fahrt komme. Ich gehe voll ab. Tanzen ist gleich entkommen. Mal schauen, ob wir da ein bisschen abkürzen können. Weil es ist nicht mehr so weit. Mach Hope wieder groß. Okay. Mal schnell schauen. Jawohl, da hat schon einiges. Einiges an Kanonenfutter. Oh, sieh mal Bösewichte. Mega geil. Bösewichte. Man sollte ja nicht auf Frauen schiessen, aber jetzt in dem Fall würde ich meinen, machen wir eine kleine Ausnahme. Ich glaube, jetzt haben sie uns langsam gesehen. Sollen wir mal ein bisschen blissen? Das haben sie, glaube ich, gar nicht so gern, wenn man da ihre Bliss-Container zerstört. Aha! Oha! Oha! Da muss irgendwo ein Heli sein. Hallo? Ich höre dich. Wo bist du? Aha! Bam! Schade, das wäre ein schöner Blattschuss gewesen. Oh, Herc, geil! Die krasse Action geht hier ab. Guck, jetzt kommen sie da noch mit ihren. Jawohl, bleib schön stehen, komm. Wieso habe ich jetzt das Gefühl, dass da wieder irgendwie ein Heli ist oder so? Keine Ahnung, aber vielleicht irre ich mich auch. Das ist allerdings völlig egal. Wir machen jetzt Peggy-Futter aus euch. Peggy-Futter. Ja, ich denke, gerade so mit dem Herc müsste das eigentlich null Problemo sein. Wir fühlen uns trotzdem schnell auf, einfach so rein zur Sicherheit. Wo ist noch einer? Kaboom! Oh, Baby! Wie sieht es aus? Ich sehe niemanden mehr. Hallo? Erste Hilfe-Set, sehr gut. Ich habe schon einen gesehen. Mal schauen, ob ich den snipern kann. Voldyboy ist gut im Sniperen. Ich kann ihn. Okay. Wie sieht es aus? Herc, wie sieht es aus? Ich hoffe, dass die nicht aus Versehen was. Oder einfach vor ein Auto laufen. Geile Sache, das machen wir das nächste Mal. Nackt ist gut. Yes! Du und ich werden Montana wieder großartig machen. Ich sag dir was, bist du meine alte Nancy? Wenn du das County mit dem Truck aufräumst, werden all meine potenziellen Wähler wissen, wer auf sie aufpasst. Oh, und bitte bring Herc Junior nicht zurück. Nie wieder. Voll die krasse Scheiße. Super gemacht. Herc und ich sind das Spitzenteam. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim Let's Play Far Cry 5 Part 33. Ich mache jetzt hier mit dem Herc noch eine Gegend unsicher. Und oh, ich höre noch etwas. Ja, ich höre noch etwas. Da muss noch irgendwann ein Heli sein. Oh, ich liebe das. Achtung, Moment. Oh. Gleich da unten. Oh. Gell? Und zack. Na. Wunderbar. Seht ihr, also der Herc, der ist einfach geil, ey.
okay. Jawohl. Okay, dann haben wir noch ein paar Versuchte. Ich wollte mich da auch noch schnell beteiligen. Aber sonst, wie gesagt, würde ich meinen, bis die Tage. Freue mich auf euch.